Die EM hat gerade erst begonnen und schon geht es los. Es passiert genau das, was wir alle befürchtet haben. Wir haben die erste sogenannte Messerattacke, was natürlich eine maßlose Relativierung ist. Es ist nicht irgendeine spontane Messerattacke, sondern es sind Terroranschläge, die hier stattfinden. Und wer ist der Täter? Dreimal dürft ihr raten, ein afghanischer Moslem. Und das zeigt mir, was ich schon befürchtet habe und was ich auch schon angekündigt habe. Das wird die blutigste EM in der Geschichte der Bundesrepublik. Und auch dieses massive Polizeiaufgebot, mit dem der Staat versucht, die katastrophalen Zustände in Deutschland zu verschleiern, auch dieses massive Polizeiaufgebot wird nichts daran ändern. Die extrem schlechte Sicherheitslage, in gewissen Bereichen könnten wir sogar von einem Nichtvorhandensein der öffentlichen Ordnung sprechen, wird sich zeigen trotz massivem Polizeiaufgebot. Und erst recht in so einer Situation, wo jetzt diese EM stattfindet und aus aller Welt Touristen nach Deutschland kommen werden, die eben diese katastrophalen Zustände in Deutschland noch nicht wirklich kennen und sich ja naiv und nichtsahnend durch Deutschland bewegen werden. Man spricht jetzt die ganze Zeit immer nur von groß angelegten Terroranschlägen und auch im Vorfeld hat man die ganze Zeit davon gesprochen, ja, der IS hat gedroht und man fokussiert sich nur auf irgendwelche Szenarien mit groß angelegten Terroranschlägen. Aber was ist mit den regelmäßig stattfindenden Messerattacken? Das hier, was ihr seht, das sind nur einige Schlagzeilen, nur einige solcher Ereignisse, die in den letzten Tagen stattgefunden haben. Das heißt, das ist die neue Normalität in Deutschland. Das ist vollkommen normal. Oder wundert ihr euch noch, wenn ihr Zeitung liest, ja, und dann von irgendeiner Messerattacke liest, wen wundert das noch in Deutschland? Es ist die neue Normalität. Und neben solchen Anschlägen, ja, man kann schon von einem Messer-Dschihad sprechen, werden sich natürlich auch viele weitere Probleme, vor allem Sicherheitsprobleme in Deutschland zeigen. Das heißt, ich bin mir sicher, es wird leider auch zu Gruppenvergewaltigungen kommen. Normale Vergewaltigungen, sexuelle Belästigungen, Raubüberfälle, Körperverletzungen etc. All das werden wir leider jetzt in den nächsten Wochen erleben. Deutschland wird sich vor aller Welt blamieren und die Leute werden geschockt sein, was aus Deutschland geworden ist und welch katastrophale Zustände mittlerweile hier herrschen. Also was genau ist passiert? Freitagabend, gleich am ersten Tag, ja, Deutschland hat gegen Schottland gespielt, 5-1 gewonnen. Ja, das einzige Tor, was die Schotten gemacht haben, war ein Eigentor vom Moslem Rüdiger, ja, der gern auch mal den IS-Gruß in die Kamera hält. Der IS-Terrorist Mahan D. kommt auch heute wieder mit erhobenem Zeigefinger in den Saal vom Oberlandesgericht Düsseldorf. Das Erkennungszeichen der Terrormiliz. Vielleicht ist das schon auch so eine Art von Sabotage-Dschihad, ja, um möglichst viel Schaden in Deutschland einzurichten. Vielleicht plant er jetzt hier regelmäßig Eigentore zu schießen. Ja, was ist passiert Freitagabend? In einer Stadt, in Wolmirstedt bei Magdeburg, ja, in Sachsen-Anhalt, hat ein Afghane erst einmal einen anderen Afghanen erstochen. Jetzt mag vielleicht einer sagen, ja, aber warte mal, wenn er einen Landsmann erschießt, heißt das, dass er, oder wie passt es zusammen, dass diese Tat dann islamistisch motiviert ist? Wir wissen zu wenig über die Hintergründe. Es kann auch sein, dass es ein paschtunischer Afghane war, der einen schiitischen Hazara-Afghanen aus islamischen Gründen erstochen hat. Also das ist kein Beweis, dass es kein islamistischer Anschlag ist. Oder es kann auch sein, zum Beispiel ein Afghane, der, also beim Opfer, dass es sich um einen Afghanen handelt, der irgendwie, der aus dem Islam ausgestiegen ist, der Atheist geworden ist oder Christ geworden ist, ja, ein Abtrünniger und so weiter. Also das ist erstmal überhaupt kein Beweis und spricht erstmal überhaupt nicht gegen einen islamisch motivierten Anschlag. Was aber ganz klar für einen Anschlag spricht, ist, was er dann gemacht hat. Er ist umhergelaufen und hat
irgendwelche Opfer gesucht und hat dann in einem Garten gab es ja, so eine Art private Fußballparty, ja, die das Spiel schauen wollten. Und dort hat er wahllos auf Deutsche eingestochen und sie versucht umzubringen. Dabei hat er drei schwer verletzt. Nach wenigen Minuten ist dann die Polizei eingetroffen und was hat er gemacht? Hat er das Messer fallen lassen? Hat er sich wieder beruhigt, weil es vielleicht nur irgendeine ja, emotionale Kurzschlussreaktion ist? Nein, er ist auf die Polizisten losgegangen und hat auch versucht, sie umzubringen. Und die Polizisten haben dann auf ihn geschossen und er ist dann den Verletzungen auch erlegen. Ja, das erinnert uns natürlich an den Anschlag in Mannheim, ja, als auch ein afghanischer Flüchtling auf Michael Stürzenberger und andere BPE-Mitglieder eingestochen hat und dabei den Polizisten Ruven erstochen hat. Ich bin mir sicher, das wird nicht der letzte Anschlag gewesen sein. Man wird jetzt natürlich auch versuchen, das wieder als eine Messerattacke hinzustellen. Ja, Kurzschlussreaktion, er ist ausgeflippt und so weiter. Für mich sind die Fakten eindeutig. Wir haben einen afghanischen Moslem, der wahllos auf deutsche Bürger einsticht, die er nicht kennt. Aus welchem Grund soll er bitteschön haben, außer den Hass auf Ungläubige? Die Medien und die Justiz und die Regierung kann versuchen, jetzt natürlich die Motivation und die Hintergründe zu verschleiern. Wir wissen, was die Hintergründe sind und wir wissen, dass es so weitergehen wird, leider bei dieser EM. Daher mein Rat, passt gut auf euch auf, vor allem wenn ihr euch in der Öffentlichkeit bewegt. Wir sehen es am ersten Abend geht's schon los. Ja, also es wird katastrophal werden, die EM und die wahren Zustände in diesem Land werden jetzt zum Vorschein kommen. Ja, vielleicht ist das auch das einzig Gute bei dieser EM, dass jetzt da so viel Aufmerksamkeit auf Deutschland gerichtet ist, dass man die wahren Zustände, der die desolate Sicherheitslage ganz klar zum Vorschein kommen wird. Gerade solche Ereignisse zeigen uns, die Aufklärung über den politischen Islam ist wichtiger denn je. Wenn ihr meine Aufklärungsarbeit unterstützen wollt, dann schaut in der Videobeschreibung nach. Dort findet ihr verschiedene Möglichkeiten. Vielen, vielen Dank an alle Unterstützer und an alle anderen. Ihr könnt auch helfen, indem ihr das Video liked, kommentiert und teilt, dass möglichst viele Menschen mitbekommen, was hier passiert und auch vor allem die Hintergründe kennenlernen, die ihnen die Medien verschweigen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.